Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Es ist mal wieder Zeit für ein neues Arnold Ehret Video. Ich habe vor circa 4 Wochen ein Video hochgeladen. Arnold Ehret, also sprich die Krankheit 1911. Und in diesem Video habe ich aus einem meiner Lieblingsbücher, Gesunde Menschen Band 1, einen meiner Lieblingsartikel vorgelesen. Also sprich die Krankheit. Wer dieses Video noch nicht gesehen hat, ich verlinke dieses Video oben in den Infokarten. Nochmal ganz kurz zu Arnold Ehret. Arnold Ehret war ein Fastenlehrer, Gesundheitspraktiker, der sich um 1900 von einem schweren Nierenleiden geheilt hat, was damals eben als unheilbar oder als tödlich beschrieben wurde. Er hat sich geheilt nur durch Fasten und Ernährungsumstellung. Und von ihm gibt es ganz, ganz tolle Artikel, die sind alle in den beiden Büchern Gesunde Menschen Band 1 und Gesunde Menschen Band 2 zusammengefasst. Ich verlinke euch die beiden Bücher unten in der Infobox. Und heute möchte ich euch einen neuen Lieblingsartikel aus diesem Buch vorstellen, also noch ein anderer Lieblingsartikel von mir. Und diesmal spricht der Magen. Dieser Artikel heißt Also spricht der Magen, die Keimstätte aller Krankheiten. Und Arnold Ehret hat diesen Artikel schon damals in der Lebenskunst Nummer 9, 1915 veröffentlicht. Er war damals zu der Zeit auch in der Südschweiz in einem diätischen Kurheim für Fasten und Gesundessen. Und da hat er schon diesen Artikel vorgelesen. Da gibt es aber noch ein bisschen Vorwort. Bevor er dann mit Also spricht der Magen beginnt, gibt es da noch ein Vorwort. Das lese ich euch auch vor, auch sehr interessant. Aber ich muss zugeben, ich musste einen Satz zensieren. Ich kann mir vorstellen, bei diesem Satz würden einige Zuschauer Schnappatmung bekommen, weil er überhaupt nicht mehr dem heutigen Zeitgeist entspringt. Also dieser Satz würde unglaublich polarisieren, mehr als der Rest dieses Artikels, also spricht der Magen. Also man muss auch ein bisschen differenzieren, sich auch immer ein bisschen in den Zeitgeist hineinversetzen. Natürlich hat sich heute nach über 100 Jahren auch die Wissenschaft weiterentwickelt, die Medizin, das alternative Gesundheitswesen. Und da muss man natürlich ein bisschen differenzieren. Aber ich finde, die Quintessenz aus diesem Artikel, also spricht der Magen, ist leicht heraushörbar. Es geht darum, nicht zu viel zu essen, den Magen nicht zu sehr zu überlasten und einfach zu essen. Und ich sage auch immer wieder gern, egal wie die Menschen sich ernähren, ob omnivor, also Allesesser, oder ob vegetarisch oder vegan, wichtig ist, so viel wie möglich echte und frische Lebensmittel zu essen und so regional und saisonal wie möglich. Die Länge dieser Lesung beträgt etwas über 29 Minuten. Ich nutze ja gern Vorträge oder Interviews oder Lesungen. Wenn ich zum Beispiel Hausarbeit mache, dann höre ich mir das nebenbei an, oder wenn ich in der Küche etwas zubereite oder beim Sport, oder manchmal lehne ich mich auch ganz bewusst zurück und konzentriere mich auf den Inhalt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser Lesung und freue mich natürlich über eure Gedanken, über eure Meinungen zu diesem Text unter diesem Video. Ich wünsche euch alles Liebe, alles Gute. Bis ganz bald, eure Silke. Also spricht der Magen, die Keimstätte aller Krankheiten, von Arnold Ehret. Aus Lebenskunst 1915, Nummer 9. Der Philosoph Immanuel Kant besonders und andere zeitgemäße Denker haben es unternommen, den Denkprozess selbstkritisch zu untersuchen. Die modernere, materialistische Schule hat wenigstens das Verdienst, daran erinnert zu haben, dass zu reinem Denken ein normales Denkorgan, gut organisierte Gehirnwindungen gehören. Der Materialismus stellte die Träger der Philosophengehirne wieder auf den Erdboden. Er begann seine Spekulationen nicht im Hintergrund, nicht im Abstrakten, Übersinnlichen und Metaphysischen. Er setzte das Seziermesser seines Denkens bildlich und in Wirklichkeit an die Seelenorgane und eröffnete eine Weltanschauung vom Atom der Materie und von der Zelle der lebenden Substanz ausgehend. Gehirnwindungen und Qualität der Nervensubstanz schienen die Kriterien materieller Basis zu werden, um vom Grunde aus ohne sophistische Anwandlungen zu einer Kritik der reinen Vernunft zu kommen, das geistige und seelische Leben, den Denkprozess als Urteil, Logik und Erkenntnis physiologisch anzufassen. Wirklich fass- und sichtbar erschien jetzt die Zelle als spezifisch organisierte Einheit der lebenden Substanz und als zugeordneter Träger körperlicher und geistiger Funktionen.
Man kennt die Anatomie dieser Mikroorganismen, aber die Qualität ihrer Funktionen, die Gründe ihrer Vitalität sind noch dunkel. Man vergaß, dass es auf die Speisung mit lebendigem Blut ankommt und dass man den Grundhebel alles Denkens über das Denken selbst an der Blutbildungszentrale am Magen anheben muss, wenn man das Rätsel Mensch enträtseln will. Man muss auf den Schwerpunkt des Organismus, auf seinen Magen, losgehen, wenn man die Schwerfälligkeit, die Hemmungen seiner Funktionen, Krankheit, verstehen, erleichtern, beseitigen, heilen will. Man muss in den Betrieb und auf den Grund seines Mittelpunktorgans hineinstehen, wenn man auf die Gründe erhöhter und verminderter Funktionsfähigkeit aller Teile und des Ganzen kommen will, die von dort aus, von dem Magen, mit dem Blute gespeist werden. Jean-Jacques Rousseau hat seine Werke liegend diktiert. Friedrich von Schiller steckte seine Füße in kaltes Wasser. Ohnmacht ist das Extrem der Blutleere im Gehirn vom Magen aus. Pythagoras musste 40 Tage fasten, um die Weisheiten Ägyptens verstehen zu können. Aber nicht, weil Fasten Blutleere im Gehirn erzeugt, wie man allgemein glaubt, sondern weil das Gegenteil der Fall ist. Noch besser als liegend, wie bei Rousseau, oder durch Abkühlung der Füße, wie bei Schiller, erzeugt das menschliche Gehirn die besten Gedanken, die sicherste Erkenntnis, wird es am besten durchblutet, wenn wie bei Pythagoras der Magen auf jene Reinheit ernüchternd wird, sodass Verdauung von Nahrung und Selbstgiften der regulären Speisung des Gehirns mit Blut nicht mehr hinderlich ist. Man muss schließlich blutreinigend vom Magen aus an sich selbst beginnen. Man muss auf einen höheren Grad der Gesundheit emporsteigen und nur von der Blutbildungsstätte aus, um zu der Erkenntnis a priori blutreiner Vernunft zu kommen, dass Krankheit in der Hauptsache eine unbewusste Minenanlage im Leibe ist, die durch sekundäre Gelegenheitsursache wie Erkältung, Infektion usw. zur Entzündung, zum Ausbruch kommt. Nicht nur alle Kultur, alles Leben in gutem Sinne geht vom Magen aus, sondern dieser wurde durch falsche Pflege, durch zu materiellen Kultus in Lucullus und Bacchus zum Vater aller Trübsal nach Nietzsche, zur geheimen Keimstätte einer latent ruhenden Anlage von Krankheitsmaterie, unausgeschiedener Stoffwechselprodukte, die chronisch gehirnbedrückend und blutverderbend wirkt und die in jedem speziellen Erkrankungsfalle neben den direkten Ursachen aus dem dunklen Untergrund die Magendecke blutverseuchend das klinische Bild des jeweiligen Krankheitssymptoms auswurfbestrebend verdunkelt. Nachweisbar, kiloschwer ist in kloakenhafter Verwesung dieser geheime pathologische Speiseherd als primäre Krankheitsursache in den Geweben verlagert, als chronische Blutverseuchung aus dem Untergrund, die trübe Unbekannte, das geheimnisvolle X im Verlauf aller akuten und chronischen Krankheitsprozesse. Wenn ich Ihnen heute gewissermaßen einen sprechenden Magen vorführe, so geschieht dies aus drei Gründen. Erstens, weil mir diese, wenn auch veraltete Ausdrucksform geeigneter erscheint, eigene Erkenntnisse und Vorstellungen mitzuteilen. Zweitens, weil die Funktion eines Organs, ein Naturvorgang, eine Kraft, ein Wille, Sinn und Zweckmäßigkeitsabsichten unbewusster Teilfunktionen im menschlichen Körper besonders personifiziert gedacht, in Lautsprache umgesetzt, dem allgemeinen Laienverständnis näher gerückt werden. Drittens, weil Diät und damit der Magen, die Blutbildung, das allererste ist bei der Frage, was und wie sollen wir essen und trinken, um gesund zu werden und es zu bleiben. Vielleicht kann auch die Wissenschaft darin anregende Gedanken finden. Gestützt auf ein zahlreiches Tatsachenmaterial und auf experimentelle Versuche am eigenen Körper, die bis jetzt niemand außer mir gemacht hat, will ich es versuchen, Ihnen den menschlichen Magen als Sammelstätte desjenigen pathologischen Materials vorzuführen, was man schlechthin Belastung, Selbstgifte, Krankheitsanlage, Disposition nennt, ohne deren Vorhandensein die Wirkung einer sekundären Krankheitsursache unmöglich ist. Ich habe Experimente auf wirkungs- und erfolgslose Erkältungen, auf Malaria-Infektionen mit negativem Resultat usw. gemacht, nach gründlicher Beseitigung der ersten, allgemeinen Ursache der Gesamtbelastung vom Magen aus mit Fasten und mit meiner Diät. Bis zur Grenze der Lebensgefahr schritt ich vor, die Krankheit als Experiment auf eine gemeinsame Grundlage zu stellen. Im Zustand höherer Gesundheit habe ich mich absichtlich bis zu einem gewissen Grad wieder krank gegessen,
um mich, mir selbst beweisend, wieder bewusst, sicher und radikal gesund zu essen. Das hat meines Wissens noch niemand gewagt, seit es Menschen gibt. Wenn sich die Wissenschaft nicht darum kümmert, so möge sie weiter lächelnd zusehen, was da kommen mag. Und nun soll der Magen das Wort haben als Hauptrolle in der Ernährungstragödie des Menschen. Also spricht der Magen. Entwicklungsgeschichtlich bin ich als erste Urform eine Darmlarve, ein Hohlsack mit Mundöffnung, die letzt gemeinsame Grundform aller echten vielzelligen Wirbeltiere nach Haeckel. In der ganzen Stufenleiter der lebendigen Organismen bis zum Menschen hin bin und bleibe ich im Zentrum, im Schwerpunkt gelagert. Mir, dem Magen, gebührt dieser zentral gelegene Platz, denn ich bin einzige Baustelle, organisierender Verarbeitungsapparat des Rohmaterials. Baumeister zugleich und erhalte meine Befehle durch die Oberleitung Gehirn als unbewusste Instinkte vom Weltenarchitekten. Mir allein mit dem Handlanger Blutstrom steht in der Hauptsache der materielle Aufbau des ganzen Körpers, die Formation und Gestaltung der Organe, ihre Instandhaltung und Versorgung mit Ersatzmaterial zu. Ich bin die materielle Hauptzentrale von Aufwuchs, Stoffersatz und Betrieb des ganzen Organismus. Selbst die Oberleitung Gehirn ist meinem Speiseträger Blut untertan. Ich war, bin und bleibe der erste und absolute Herrscher im Zellstade des Menschen und der Tiere. Mein ist das Zepter des Werdens und des Wohls, des Schmerzes, der Krankheit und des Vergehens. Also kann nur ich, der Magen, in erster Linie Ursache und Abhilfestelle, Keim und Sterbelager aller Krankheiten sein. Bei der Fahndung nach Krankheitsursachen und als physiologisches Lebenszentrum der Blutbildung bin ich in der Erkenntnis des Menschen aus meiner dominierenden Stellung der Organe verdrängt worden. In der Skala der sogenannten Kultur- und Lebensgenüsse zum obersten Gott erhoben. In Wirklichkeit hat mich die tausendjährige Misshandlung des Menschen zur Dunkelkammer von Selbstmordfreuden im Essen gemacht und meine warnende Stimme, den Schmerz, meine Abwehrkraft in den endlosen Gängen dunkler Garküchen erstickt. Sein, das Menschendenken hat sich vertrübt im Tempo der Überkultur seines Unterleibes. Die Vorstellung von idealer Gesundheit hat sich in Fantasie aufgelöst und Krankheit ward ihm zum Gespenst. Auch dieses Phantomes Schrecken, Schmerz und Tod geht von mir, dem Magen, aus. Wenn ich die Hauptstelle des Lebens bin, warum sollte ich nicht auch der Krater des Todes sein? Schmerz, Übelkeit im Allgemeinen und in beliebigen Teilen sind meine Signale auf, halt ein, mit vielem, unnötigem Essen. Es sind Warnungsdepeschen und Funktionsstörungen im Gefäßsystem als Gegendruck auf mich zurück, die ich mit Appetitmangel sinnreich verstärke. Man antwortet mir mit Erdrosselung meiner Stimme durch Mehressen, die nur deshalb als Notsignal schmerzerzeugend wirkt, weil man Druck und Dichtigkeit des Blutes von mir aus durch Essen und Trinken vermehrt statt vermindert. Im Krankheits- und Ausscheidungsstadium führt der Blutstrom aufgelöste Selbstgifte von mir aus nach den Nieren, aber nur schmerzlos bei entspannten Geweben, bei Fasten oder bei Schmerzmitteln. Schmerz ist nur mein Notschrei als Ausdruck meiner gestörten Heilarbeit, die ich nur leer und nüchtern gründlich vollziehen kann. Im Grunde und in Wahrheit sind meine Schmerzsignale gut und lebenssteigernd, Einsicht und Einkehr bestrebend für denkende Menschen. Sie sollen das läuternde Feuer, der Hinauftrieb zur Überwindung der Krankheit und des Leidens sein. Der Anbruch einer neuen Morgenröte des Lebens. Ich, der Magen, bin der erste Herrscher über Leben und Tod, von der ersten Darmlarve bis zum Untergang des letzten Geschöpfes. Meine Herrschaft über alles Lebendige ist so selbstverständlich, wie ich die erste, maßgebende Instanz bin zur Remedur, zur Reparatur, zur Wiederherstellung organischer Betriebsstörungen, Krankheit genannt. Unausgesetzt bin ich mit Hilfe der Ausscheidungs- und Schutzorgane unbemerkt an der Arbeit und reguliere das Wohlbefinden des Menschen mit paradiesischen Reservekräften. Ich unterhalte besonders in höherem Alter in subtilster Form einen Abscheidungsprozess in lebensschützender und lebenserhaltender Absicht. Bei unausgesetztem Andrang von unverbrauchten Stoffen, der Kulturnahrung und besonders bei Verstopfung meines Abfuhrkanals gelingt es mir nicht mehr, Gleichgewicht zu halten. Ich erschlaffe an der Ausscheidungsarbeit, das ganze Gewebs- und Blutsystem meiner Umgebung und des ganzen Körpers ebenso. Ich kann den Ansturm weder verdauen noch ausscheidend bewältigen. Ich muss auf ruhige Zeiten deponieren und in den Geweben verlagern.
Abnormale Dehnung meines Hohlraums und des ganzen Körpers sind die sogenannte strotzende Gesundheit, die man als Gewicht pathologischer Stoffe registriert. Meine Einstellung und die Möglichkeit auf Ausschweifung der Krankheitsmaterie, der verwesten Stoffwechselrückstände, die absolute Leere, Nüchternheit, Fasten auf tierisch-instinktiven Befehl des Weltenregisseurs. Meine Absicht ist gut, gesundheits- und betriebsregulierend, eine Not- und Hilfswehr aus dem Untergrund. Statt euch abwehrend in reinlicher Arbeit vor allen Feinden und Gefahren des Lebens schützen zu können, habt ihr meine Lebens- und Heiltätigkeit, meine Verdauungskraft und meine Aufnahmefähigkeit im Essen erdrosselt. Meine Drüsen, meine Wände, die Gewebe meiner Umgebung und besonders mein 10 Meter langer Kanal sind durchsetzt, verseucht, verunreinigt im Grade meiner chronischen Misshandlung durch Kulturessen. Im Grunde meiner Gewebe und denen der Umgebung hauptsächlich muss ich die Anlage deponieren, die euch im Ablauf aller Krankheiten als die primäre Ursache deshalb unbekannt blieb, weil ich sie nur leer und nüchtern mit dem Blutstrom angreifen, aufzehren, verarbeiten, verbrennen, heilabsichtlich ausscheiden kann. Statt der born gesunden Lebens, Quelle reinsten Blutes, der Gesundheit zu sein, bin ich die unterirdische Geheimkammer, die Brutstätte aller Leiden und Vater der Trübsal geworden. Also erhebe ich mein Klagelied aus dem ernüchterten Träger der Gegenwart. Der, wer Ohren hat, der höre. Schon im Mutterleib, in Sorge um ein neues Menschenleben, errege ich Ekel am Kulturessen, um das Blut reiner zu halten und mit dem Instinkt auf Urnahrung, auf Obst durchzudringen. Man füllt mich mit Doppelrationen, gebiert in Schmerzen und Lebensgefahr für Mutter und Kind. Mineral besonders kalkarm speist man mich mit Fleisch, verkochter und entkalkter Milch, und ich lechze nach Kalk aus Früchten, da ich doch ein neues Knochengerüst des Embryos aufbauen soll. Ich fange jedes Milligramm selbst auf Kosten der Mutterzähne ab, um es dem werdenden Kinde zuzuführen. Hysterie und Zahnfäulnis der Schwangeren nennt man meine Sorge um ein neues Menschenleben. Ich vermag keine guten Muttermilchsubstanzen zu bilden, da es mir an ihrem Hauptbestandteil an Fruchtzucker mangelt, trotzdem ich mit Kuhmilch überfüttert werde. Mit dieser werde ich jetzt beim Jungen reichlich beglückt und mit der ganzen Skala aller erdenklichen Schleimpräparate taktiert. Ich kann die kräftigen, fauligen Rückstände nicht bewältigen und die Verschleimung reicht von der verklebten und verschlossenen Schleuse bis zum Schlund. Mein Inneres strotzt von verkochter, vergilbter, verkäster und entkalkter Milch und droht Pilze treibend, den Luftkanal des Kleinen zu verschnüren. Ich arbeite mit Hindernissen, Hemmung und Reibung in Hitze und Fieber. Durch gewaltsamen Druck nach unten suche ich mir Luft zu machen und man vereitelt meine gute Absicht mit stopfenden Medikamenten. Jetzt lasse ich die Notventile der Haut öffnen, um dort hinauszuschlagen, um Unrat, der mir in die Blutbahn schlüpft, auszustoßen. Masern, Schallach, Ausschlag nennt man meine letzten Versuche, schlechtes, unbrauchbares, Krankheitskeime hinauszuschlagen. Gelingt es dem jungen Bürger, trotzdem auf die Beine zu kommen, gleich stiehlt er Zucker und Obst, wozu ich ihn mit paradiesischem Instinkt treibe. Diese lebendigen Elemente ermöglichen mir eine radikale Abfuhr der fauligen Schleimmassen, die sich zu einer gefährlichen Brutstätte in mir, dem Magen, angehäuft haben. Mit Aas und Todesgeruch gebe ich die erste Anlage meines und des Darmes Krankheitsdepot von mir als Warnung auf Umkehr und als Zeichen meiner guten Absicht auf Lebensversicherung. Man nennt das Durchfall wissenschaftlich Kolik und Diarrhoe und stopft mit Opium. Weil von fauler, verkäster Milch stammend, sind meine Entleerungen gründlich. Bei Erwachsenen, insbesondere bei Vielfleischessern, schwärzlich und in extremen Fällen meiner Notwehr nach unten und auch nach oben spricht man noch gelehrter von Cholera Nostras. Ist die Gärungsgefahr durch klimatische Hitze noch größer und sind meine Eruptionen fürsorglich noch intensiver, so wird mein Säuberungsversuch von Schleim und von Bazillenfutter Cholera Asiatica genannt, wovon man gewöhnlich im eigenen Morast erstickt, weil man meinen Ausscheidungsbestreben entgegenwirkt. Beginnt man meine jugendliche Reinheit allmählich an Fleisch, Bier und so weiter zu gewöhnen, so antworte ich dem Kind mit Übelkeit und suche durch energische Kontraktionen in jugendlicher Elastizität ekelerregend das Unnatürliche auszuspeien. Man nennt das kindliche Magenschwäche und zwingt den reaktionsstarken Lebenskandidaten mit der Rute, meine ursprüngliche Stärke durch sogenanntes kräftiges Essen zu entkräftigen. Im Stadium der Pubertät stelle ich besonders beim Weibe mein Reinigungsbestreben auf Reinigung des Gebärorganes ein. Regelmäßig vor der vierwöchentlichen periodischen Empfängnismöglichkeit in der lediglichen Absicht, dort zu reinigen, bevor befruchtet wird.
Diese Erscheinung ist ein gesundheitsregulierender Krankheitsprozess und wird in dem Maße geringer und seltener, je gründlicher man eine Allgemeinreinigung von mir aus, vom Magen aus beginnt. Sie wird überflüssig und verschwindet gänzlich bei vollem Wohlsein, wenn man mich ausschließlich mit reiner und ungemischter Nahrung, mit Obst allein speist. Ebenso besorgt bin ich um reine Blutbildung beim jungen Manne, weil die Qualität seines Blutes nicht für ihn allein, sondern für sein ganzes Geschlecht maßgebend ist. Die Sünden der Väter und die Keime der Immoralität liegen sozusagen heute in der Luft, aber in mir, dem Magen, hat sie noch niemand zu suchen gewagt. Die ganze Skala sexualpathologischer Symptome lassen sich annähernd wenigstens ähnlich durch einseitige extreme Steigerung meiner Speisung mit Raubtierfutter erzeugen. Weiß man nicht, dass man in wenigen Wochen den Menschen töten kann, indem man mir ausschließlich allein und nur die gepriesene Hauptspeise des Jahrhunderts, Fleisch, einverleibt? Auch bei einem Magen kann Reden Silber sein, wenn auch nur Quecksilber oder Salpetersaures. Schweigen ist aber auch manchmal aus Magengründen Gold, namentlich, wenn der ganze Bände reden müsste. Engbrüstigen gebe ich zeitig Signale meiner Verstimmung, weil mir Sauerstoffmangel zur Verdauung. Ich beherrsche die Ausscheidung bei diesen Typen besonders. Und Tuberkulose hat eine gewisse Heiltendenz, sprach Virchow, der große Pathologe. Auch diese beginnt im Untergrund bei mir und vernichtet das Luftorgan, wenn ich vor Essen keine Luft mehr bekomme. Den höchsten Grad der Blutverderbnis und den Verfall des ganzen Zellstaates wie bei Tuberkulose, dem Krebs, suche ich dadurch zu bewältigen, dass mein Blutstrom eine kraterähnliche Auswurfstelle zu schaffen sucht, gewissermaßen ein Notventil, um die Verwesungsprodukte Schleim und Eiter nach außen zu werfen. Schon zu Beginn und von dem Ausbruch verschwere ich deponierend, neubildend und keimtreibend die Umgebung, weil der Unrat besonders fäulnisfähigen Ursprungs ist, aus extremen Fleisch- und Eierkonsum stammt. In den meisten Fällen dieser Art bin ich, der Magen, der Erbauer des Menschen, außerstande zu helfen und wenn man mir am weitesten und mit der besten Diät zu Hilfe kommt. Reguliert man nicht selbst den Gang des Herzens durch Mittel von mir aus? Warum soll ich dann nicht auch der Vater gequälter Herzen sein, wenn ich aus Überdruck das Blut vergiften und verseuchen muss, das sich in den Kammern dieses Ventils staut und an der Luftpumpe Lunge stockend das Betriebsgas Sauerstoff ungenügend schöpft? Nicht nur Keime der Fäulnis im Herde der unterirdischen Belastung muss ich als Brut- und Blutstätte aus Not erzeugen. Bis zu kristallischen und steinigen Verdichtungen gedeiht die pathologische Materie und verlegt mir an engen Stellen die Blutbahn oder lagert im Gallenorgan oder in Winkeln des Darms als Steine. Das stemmende Bollwerk, meine große Gegenmacht, die derbste Hemmung, die Keimanlage zu allen Krankheiten verhüten zu können, ist die chronische Verriegelung, die Verstopfung meines Schlauches Ende, des Mastdarms. Vom oberen Teile meines Ergänzungsorgans, des Verdauungskanals, nur eines. In Verblendung hielt man jenen Fortsatz für blind, für überflüssig und sogar für hinderlich, der mit seinem Sekret die schlüpfrig und gleitend machende Zubereitung des Speisebreis ergänzen soll, wie der Öler einer Maschine. Natürlich läuft eine Maschine noch eine Zeit lang mit verstopftem Öler oder ohne diesen, aber nur bis es brennt. Noch viel schlimmer als in mir selbst und meiner Umgebung ist die Häufung des Unrats an des Schlauches Ausgang. Durch jahrzehntelange Stauung hat sich dort ein Morast, eine kloakenhafte Anhäufung gesammelt, die jeder Beschreibung spottet. Die tiefen Falten bergen ganze Schleimwucherungen und Kotmassen in steinigen Verhärtungen unglaublichen Alters. Dieses schwerende und gärende Depot faulender Rückstände im Zersetzungsprozess der eigenen Gewebe ist neben mir, dem Magen, die Keim- und Brutstätte erster Ordnung bei allen Krankheiten. Hier ist das geheime, dunkle, unterirdische Reservoir des diätischen Kulturschlammes, das den kreisenden Blutstrom von Kindheit an vergiftet und alle Krankheitssymptome wie eine dunkle, unterirdische Quelle schmerzlich schweren speist. Dort sitzen die tieferen Ursachen von Schlagfluss, Neurasthenie, Typhus, Kopf, Nieren, Leberleiden und der bunten Skala von Krankheitsspezialitäten, deren Namen das medizinische Gehirn je erdacht hat. Ich, als Hauptorgan der Verdauung, erhalte von dort wie alle anderen Teile und besonders zerstörte Gewebe oder durch Erkältung verengte Blutgefäße unausgesetzt tödliche, exkrementöse Gase und Substanzen im Kreislauf und ich schnüre noch diese
partielle Leichenkammer am lebendigen Leibe, weil ich doch dorthin notdürftig abstoßen muss. Fäulnispilze und lebendige Schmarotzer, eine Würmerbrut der verschiedensten Spezies haufen und gedeihen auf Fleisch- und Stärkemehlresten des Verdauungsschlauches unglaublich vieler Menschen mit gutem Appetit und Heißgier auf dieser Gäste Lieblingsspeisen. Obstsäure tötet sie, aber meine Innenwände und mein Spiegelbild davon, das Geschmacksorgan Zunge, sind in dem Maße verschleimt und verkleistert, dass ich mit dem Urinstinkt auf Obst nicht mehr durchdringen kann. Luft, Wasser, Sonne, Früchtezucker, Obstsäure und Bausteine aus organischen Substanzen mit Eiweiß im Maximum von 1-2% sind und waren ursprünglich die alleinigen und reichlichen Komponenten meiner sonnenelektrischen Blutbildung mit radioaktiver Kraft aus Wohlgerüchen und Düften des Himmelsbrotes von Fruchtbäumen. Ich, der Magen, war ehemals gestimmt auf Einheitsdiät in bunter Auswahl jeweiliger Saisonfrüchte im Grade des Wassergehaltes, nach dem Stand der Sonne und nach der Durchschnittstemperatur des jeweiligen Erdstriches. Kraft und Wärme schuf ich daraus, Knochen, Muskeln und paradiesisch gesunde Menschen ohne Krankheitskeime ebenso gut, ebenso leicht und ebenso sicher wie heute noch aus Gras und Wasser allein bei Vierfüßlern in 20 Grad Kälte. Mit den angeklagten sogenannten Kulturgiften Alkohol, Kaffee, Tabak und so weiter werde ich abwehrend und abstoßend als Reize noch eher fertig als mit dem Ballast des zur Manie gewordenen Kulturessens. Die kontinuelle Überschüttung damit, ohne Bedürfnis und in ekelerregender Mischung droht mich und meine Lebensfunktionen zu ersticken und zu ersäufen. In mir, dem Magen, schwimmt ständig mit Suppen, Bier und Weinunterlagen ein buntes und gegensätzliches Gemisch unverkauter und unbrauchbarer Substanzen, die größtenteils schon im Stadium des Zersetzungsprozesses begriffen sind, während ich lebendige Blutbestandteile herausverdauen soll. Das erste wäre, alles Essbare zunächst danach einzuschätzen, dass meine nötigen Ab- und Ausscheidungen mir und dem ganzen Verdauungsapparat nicht mehr anhaften, nicht mehr klebend, kleisternd, schleimend und verstopfend belasten und dass man mich, den Magen, in erster Linie durch auflösende Nahrung, besonders mit Obst, Salaten und Gemüsen von meiner Schleimdurchsetzung befreit. Sein oder nicht sein, gesund oder krank, Leben oder Tod des Menschen und der Menschheit liegt in meiner, des Magens Macht. Ich bin im letzten Grunde die Schicksalsschmiede aller Menschen. Nach naturgesetzlicher Bestimmung bin ich Hammer, der Mensch mit stählerner, unverwüstlicher Gesundheit aus Blut und Eisen schmieden kann. Lebendiges Blut allerdings aus dem Fleische der Trauben und Orangen mit organischem Eisen, statt aus toten Tieren mit zersetzten und ausgelebten Eiweißstoffen. Ich bin nur scheinbar Amboss geworden, auf dem man Totes zu Lebendigem umschweißen zu können glaubt. Meine Stimme, paradiesische Harmonie, ist zu dumpfem Knurren geworden. Ich speie bereits Funken, die den verzehren, der mich zu erdrosseln wähnt. Sein Untergang ist meine väterliche Blutrache auf der Bühne des Lebens in der Ernährungstragödie des Menschen. Also klingt mein Klagelied. Man hat mich und meine Hilfswerkzeuge in der zoologischen Entwicklungsreihe zu Raubtierorganen mit sittlicher Glorie hinaufbewiesen, in biologischer Ordnung, ernährungsphysiologisch auf die Stufe des Schweins zurückgestellt, um die moderne Diät zu rechtfertigen. Alle Gattungen und Spezies selbst muss ich verdauen und habe mich ihren Nahrungsformen scheinbar angepasst, von den Schleimtieren des Meeres bis zu den Wiederkäuern und den Vögeln der Luft. An meiner, des Magens Urdiät, den Früchten, hat man den Geschmack verloren und den Glauben an ihre lebendige Kraft. Die Stammesgeschichte des Menschen soll zwar auf eine Affenfamilie in verzwickter Abzweigung zurückzuführen, aber nach meiner heutigen Beschaffenheit und der meiner Hilfsorgane, Gedärme, Zähne, leugnet man die bürgerliche Gleichheit im Essen mit den Frugivoren, den Affen. Ich, der Magen, war ehemals vollkommen, um mit einigen Waldfrüchten genug zu haben, gottesähnliche,
paradiesische Menschen zu erschaffen, als Vorstufe des Jägers mit Spieß und Feuer. Ich zehre heute noch aus diesem vorzeitigen Reservefonds der Kräfte bei Verschwendung meines Betriebskapitals, Verdauung als Luxus. Mein heutiges Schweigen auf Milch, Eier, Fleisch, Cerealien, Leguminosen, Alkohol und die ganze menschliche Kulturdiät redet Bände. Meine Drüsen und die Aufnahmevorrichtungen meines Kanals sind verstopft, verkleistert, verschleimt und ruiniert. Die Abwehr- und Empfindungsnerven betäubt. Mit Riesengeduld ertrage ich das zehnfache Maß und aasähnliche Gerichte, was man als Güte und Stärke rühmt, während es das Gegenteil, Schwäche, Reaktionsunfähigkeit gegen Unbrauchbares ist. Ich arbeite eigentlich nur noch mit Hindernissen und halte die Maschine mit dem Allernötigsten, mit Wasser und Luft im Gang. Güte der Verdauung nennt man mein Schweigen, bei verzweifelter Arbeit in stummer Riesengeduld, während das organische Räderwerk gart, keucht und stöhnt und seine Röhren zu platzen drohen. Trauben, Kirschen, Äpfel, alle süßen und sauren Früchte verdaue, verarbeite ich erst zu reinem Blut am leichtesten, Kraft meiner paradiesischen Fähigkeiten, wenn ich damit den letzten Rest der lebenslänglich angehäuften Stoffwechselrückstände aus toten Substanzen ausgeschieden, verdrängt habe. Reicht man mir wieder die Hand zur Versöhnung auf Himmelsbrot und will man sich gesund essen, so beginne ich mit diesem neuen Blut aus der Sonnenküche die unbegreiflichste Menierarbeit. Ich durchwühle damit den ganzen Körper, die ältesten, latenten Krankheitskeime und besonders die neuen Symptomstellen. Ich beginne die Heilung, die Umwandlung des Menschen, die radikalste Säuberung meiner selbst und meiner Umgebung, insbesondere meiner Schleuse von rückständigen Stoffwechselprodukten. Der eigentliche Keimboden aller Krankheiten tritt in der Hauptursache als Schleimauswurf zutage. Die Abrüstung des gesamten, nicht mehr lebensfähigen Zellenmaterials und Ausscheidung überflüssigen Wassers tritt als erschreckende Abmagerung in die Erscheinung. Ich kann jedoch mit Früchten aufbauend, erst ansetzend ernähren, wenn alle morschen Bausteine meines Gebäudes entfernt sind. Dann erst werde ich wieder zum Born der Gesundheit, zum Brunnen des Lebens, zur unversiegbaren Quelle von Kraft und Lust, trotzdem ich erblich seit Adam durch Jahrtausende und individuell seit Jahrzehnten Vater der Trübsal und Keimstätte aller Krankheiten und des Leidens war. Also spricht der Magen.